Ja, Peace and Justice gesagt, herzlich willkommen zu DSD Design Midnight Figure Feature und ihr seht, kein Krieg der Sterne, sondern mal wieder Playmobil. Kann sie einmal kurz wieder aufsetzen, weil sie so schön ist, die Krone. Mehr sage ich jetzt zur Krone nicht, Insider wissen, was das für eine Anspielung ist. So, ja, und ja, ich habe fast Bombenstimmung, deswegen brauche ich einen Bombenentschärfer. Hier. Ich habe vom Minister, was ist los, schon wieder, wa? Ja, ist aber auch schon ein bisschen her wieder, ne? Hat er mir mal mitgebracht, die 70-600 hier vom Playmobil. Ich weiß gar nicht, wie der betitelt wird, aber das ist wahrscheinlich ja ein Bombenentschärfer halt, ne? Voll geil. Der hat hier so einiges am Start. Man sieht 18 Teile. Ne, hier, wenn er hinten drauf guckt halt, unter anderem hier so ein paar Dynamitstangen, ein Roboter dabei halt, ne? Ein Schild, zwei Pylone. Und so weiter. Das ist geil. Und ich hatte irgendwie eine Woche vorher zufälligerweise auch der Piratenbraut, mein Frauchen, hatte ich halt auch ein paar Dinger mitgebracht. Ich zeig die mal kurz hier. So eine Fee mit dem Einhorn. Dann hier für die Disco. So eine Musikerin mit Keyboard. Und den habe ich mir auch noch geholt. Zeige ich euch demnächst hier noch so ein Pirat. Ne, mit Kiste dabei, Karabiner und so weiter. Und da sieht man schon, guck mal, die zum Beispiel hat nur 7 Stück, also 7 Teile drin. Die dann schon 12, ja, und er hier 15. Da steigert sich das ja auch schon immer mehr, ne? Und ja, und das Ding hier 18, und das immer für ganz kleines Geld, ne? Also die 3 Teile für die Piratenbraut, die gab es sogar im Aldi, und da waren die auch runtergesetzt und so. Aber komm, wir checken jetzt mal die Bombe. Jetzt habe ich ihn hier vorhin schon angerissen, weil habe ich den gar nicht geöffnet oder was? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe den noch nicht geöffnet. Ich dachte, ich hätte den schon geöffnet. Ja gut, dann. Ach Mann, nicht, dass ich den jetzt doch schon irgendwo aufgeklappt hatte. Nö, anscheinend nicht. Gut, da hätte ich jetzt auch natürlich mein Schneidewerkzeug nehmen können. Oder er hätte sich ja selber rausspringen können. Ach, guck mal, in dem Beutel. Und was da alles bei ist. Ey, ich sag euch. Guck mal hier. Ja, guck mal hier, ich zeige euch das jetzt einfach mal aus der Sicht, ne? Und dann machen wir das hier nicht schön. Ja, ein bisschen schattig hier, aber egal. Ja gut, hier haben wir einfach... Ach, guck mal, aus UK kommt das wieder. Krass auch, ne? Wenn du mal überlegst, Vertrieb, obwohl es ja hier in... Zirndorf ist, in Germany. Da möchte ich auch mal hin. Da ist bestimmt nicht viel, aber egal. So, wir haben... Ach, guck mal hier, Aufkleber, geil. Für das Schild halt, ne? Und hier wahrscheinlich hat er so ein elektronisches Entschärfungsgerät oder so. Hier so ein Detektor. Hier haben wir es ja schon, die 70-600. Aha. Ja, im Prinzip wie bei den blauen Tauchern aus den Scooby-Doo Blindbags. Dann kriegt er hier nochmal dicke Armschützer. Ach, guck mal, hat er eine Sturmhaube hier drunter? Kannst du wieder so ein Ninja rausmachen? Ja, haha. Jetzt weiß ich, warum der Minister mir das geholt hat. Gut, dann kommt das noch auf. Okay, hier kommen, glaube ich, Gummibänder dann wieder unten dran. Den Roboter haben wir zusammenzubauen und ja, wir gucken einfach mal eben. Ne? Eben ist immer gut gesagt. Kann sich ja nur wieder um Stunden handeln. So, hier machen wir schon mal das Teil. Guck mal. Vorderteil sieht cool aus. Kann man natürlich auch für andere Sachen verwenden. Ne? Was mich ja sehr wundert, das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, was Playmobil da so an Sachen raushaut. Ne? Es gibt ja auch so ein Spezialkommando, so ein Einsatzkommando halt irgendwie mit dicke Knüppel dabei und so weiter. Das, ja gut, es ist halt wie im wahren Leben, ne? Da ist nicht alles immer nur Sonnenseite. Das, was Playmobil aber dann auch so macht für Kinder und so, finde ich schon heavy, ne? Also, ja, guck mal hier. So, hier sind die Pylone. Das Haarteil ist natürlich echt witzig, weil das ja dann wahrscheinlich so eine Dings darstellen soll, ne? Jetzt guck ich mal. Kriegt man auch ab. Ich werde es wahrscheinlich nie wieder drauf kriegen. Das ist ja wie typische Haare. Aber witzig, diese Haube. Ja, witzig wird es jetzt, dass ich wieder das Ding hier nicht drauf kriege. Es macht mich wahnsinnig. Okay, der hat doch so eine große Kerbe im Kopf, weißt du? Aha, doch haben wir safe. Gut. Was fehlt noch? Hier noch ein Beingummi. Und hier, ja. Komm, dann machen wir auch richtig, ne? Diese Pinne kommen ab. So, das ist der Sprengstoff, den er entschärfen muss. Ah ne, der ist ja hierbei. Ey, ich wollte gerade sagen, hier fehlt ein Teil. Wir haben nur zwei Sprengstoff-Dinger hier.
Zeige ich gleich nochmal richtig. Komm, wir machen das jetzt erst. Das kenne ich aber früher noch. Das ist genau wie in den 70er. In den 70er war das nämlich früher immer hier so ein Warndreieck halt. Ne? Jetzt kommt es wieder. Jetzt kommt das lustige Aufkleben. Ich weiß, man nimmt eine Pinzette dafür. Irgendwann mache ich das auch mal. Ne? Komme ich bestimmt mal noch zu. So. Jetzt mit dem Zittrigen vom Wochenende. Ja, komm. Es ist nicht ganz vernünftig adäquat geklebt, aber was willst du machen, ne? Ist das überhaupt richtig so? Stimmt, wo, da. Ach, das muss so. Hab ich ja. Okay, da habe ich es instinktiv dann doch richtig gemacht. Ich hätte nämlich jetzt fast, dass die Kugel nach oben wäre oder so schon wieder geklebt, weißt du? Das war sehr schräg. Ja, komm, das ist okay. Oder nicht? Ja. Das ist schon mal schön. Ja, wenn wir dabei sind schon, dann nehmen wir jetzt hier. Wo kommt der dran? Hier, ne? Kann ich euch das ja auch mal zeigen. Vielleicht erkennt man es ein wenig. Das ist halt hier irgendwie sein Monitor da sein. Keine Ahnung, ich bin kein Bombenentschärfer. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Vor allem von 2021, also auch relativ aktuell halt auch noch, ne, die Figur. Ich meine, von diesen Specials da, diese Special Plus gibt es ja auch so einiges von halt. Und ab und zu kann man da echt, gerade im Piratenbereich und so, ne, finde ich das schon sehr, sehr geil immer. So, das haben wir also auch. Na, da ist es. Der Gerät. Ja, zeige ich euch mal hier, das sind die Sprengteile. Also das zu entschärfende wahrscheinlich, das sind ja Dynamitstangen. Also, guck ich gerade, können die denn auch in der Hand genommen werden? Weil eigentlich sind das ja genau die Durchmesser hier, ne? Oh, das hat schon geknackt. Ja, nicht so wirklich, schade. Ja, irgendwie so kann er halt, ne? Dann machst du nichts. So, mich wundert, dass diese Warnpylone, dass die hier nicht in weiß-orange sind, dass da noch ein Aufkleber drüber kommen würde halt eigentlich so, ne? Aber da haben wir zwei Stück von. Auch gut. Dann haben wir hier noch diesen fantastischen Mini-Roboter. Ich habe so einen ähnlichen, habe ich ja auch schon. Jetzt müssen wir nur mal eben gucken, wie das hier reinkommt. Ja, wie denn? Der muss ja irgendwie. Ja, toll. Eine Erschütterung der Macht. Ich wusste es. Hat das Bild gewackelt? Ja, ne? Das kann nie wahr sein, ey. Ja, aber was ist denn, hä? Ist das jetzt schon wieder so kompliziert? So, mit dem. Wie rum denn? So, nee. Was? So. Dann irgendwo da drauf. Ja, aber wie denn? Ey, gleich rutscht es mir wieder weg, das Mistdingens. Ach so, einfach nur. Nee. Hä? Was war das denn jetzt für ein Move? Ey, da kommen wieder die Kleinigkeiten jetzt hier, weißt du, die einen bekloppt machen. Das muss doch hier irgendwie rein. Hier, so. Hier macht er aber nicht. Ey, Leute, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Boah, meine Augen. Die Augen. Ey, ich wollte mich jetzt nicht eine halbe Stunde hiermit auseinandersetzen, weißt du das? Weil, so, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Okay, da kann er gar nichts weiter bewegen. Er könnte die dann. Ja, aber kann er die dann wegtragen? Passt doch auch nicht. Ah, doch so. Guck mal. Ja, so geht's. Korrekt. Ja gut, dann eben hier das Mannequin noch, ne? Den Typen hier. So, machen wir einmal so. Ups, das... Ja, ich glaube, das ist... Ja, die ist relativ locker, klar. Und dann wird es hier unten an den Beinen wieder nur zusammengehalten. Ja, das ist... ganz genau wie bei dem Taucher. Es ist auch dasselbe Modul, sagt man, oder Teil. Ja, einmal hier. Einmal hier über die Pantoffel drüber. Huch. So, das haben wir auch. Kriegt er hier noch sein. Ne? Kuppel drauf, Schutz. Dann gibt es nochmal Armschutz. Das ist eigentlich auch geil. Könnten sie mal raushauen hier, als wenn du diese Ganzkörperanzüge anhast, zum Boxen halt und so weiter. Das ist auch nicht schlecht, ey. Finde ich auch super. Ja, das war's ja schon, ne? Jetzt kriegt er hier noch sein Gerät in der Hand.
Das rutscht mir alles immer so aus den Fingern. Was ist denn los? So, und irgendwie so. So, und dann haben wir ihn. Schön. Dann sage ich jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zugucken. Ne? Und habt Spaß mit dem Bombing Man. So, tschüss gesagt. Bleibt gesund und so, ne? Feierabend. Hoffentlich explodiert hier jetzt nichts.